Hallo, Freunde. Ich stehe hier gerade vor der Wand. Wie geht's? Ich weiß, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich liebe euch trotzdem, okay? Ich war auf Geschäftstermin, Reisen. Gut, siehst du aus, das Quatscho. Guten Tag, Freunde. Es ist endlich mal wieder soweit. Ich fahre Motorrad in Deutschland. Digga, es ist wirklich traurig, wie lange es schon wieder her ist. Oh Mann, Alter, das tut mir auch wirklich. Oh Gott, Junge, fuck, ist sie dreckig, Bruder! Alter! Oh Gott. Ah, da hinten Lil Jimmy, der kleine verlorene Bruder, den bin ich auch lange nicht mehr gefahren. Auch komplett staubig, Digga. Wir fahren heute 701, Freunde. Die ist nicht ganz so dreckig wie die anderen. Oh Bruder, ich muss echt mal wieder Suzuki fahren. 3 in die Kommentare, wenn es mal wieder Zeit ist für ein Video mit Suzuki, Bruder. Ich hoffe, die springt an. 3, 2, 1. Okay. Husquatscho läuft. Bei der Suzuki könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ich fahre die mal wieder, okay? Versprochen, Chat. Wir schwingen uns aufs Bike drauf und sehen uns gleich wieder, wenn ich auf den Streets unterwegs bin. Wir sind auf den Streets unterwegs, wie man das an meinen Farbbewegungen erkennen kann. Also, Freunde, ich habe heute sogar einen Plan. Zwar werde ich mich gleich mit dem Allerechten, die einen haben den wahrscheinlich schon vergessen, die anderen haben wahrscheinlich absolut keinen Bock auf ihn, kann ich nachvollziehen. Ich werde mich heute mit Tayo treffen, Digga. Sehr lange her gewesen, dass ich ein Video mit Tayo gedreht habe. Und das ist noch nicht alles, Freunde. Es gibt noch mehr Content. Und zwar, ihr seht es vielleicht schon an meiner Schutzkleidung, ich werde heute ein bisschen Wheelies üben, Digga. Ich habe dieses Jahr wirklich viel zu wenig gewheelt, Digga. Also viel zu wenig Wheelies geübt. Zuletzt Jahr war das noch deutlich stärker. Ich muss auch sagen, dass meine Skills ein bisschen eingerostet sind mit Wheelies. Also ich kriege die noch hoch, Digga. Aber ich habe so diese Hemmschwelle, dass ich eine bestimmte Höhe erreiche und den Wheelie schön halte. Also heute wird Wheelies geübt und mit Tayo getroffen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lass uns ein bisschen zwitschern, Digga. Was gibt's Neues? Ich bin jetzt gerade am Vorproduzieren, weil leider Gottes wieder der Winter vor der Tür steht. Digga, was zum Fick war das für ein Sommer? Bruder, gefühlt mehr Regentage als Sonne. Das ist jetzt einer der wenigen schönen Tage, die wir heute haben. Also Sommer 2021 kannst du wirklich einfach in die Tonne klatschen. Los, ich muss noch mehr vorproduzieren, weil, wie soll ich euch das sagen? Euch ist es bestimmt noch gar nicht aufgefallen, aber ich verliere das ein oder andere Haar, okay? Und eventuellerweise werde ich vielleicht, möglicherweise, ich mache eine Haartransplantation, okay? Jetzt ist es raus. Also zu 90%, ich habe den Termin noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es machen werde. Ja, ich werde mir Haare auf den Kopf klatschen, weil meine Haare ausfallen. Und weh, es macht irgendeiner von euch in den Kommentaren Haarausfall-Joke. Ah, es gibt noch ein sehr, sehr saftiges Thema, bevor ich jetzt gleich zu Tayo rüber switch. Freunde, für alle Leute, die noch nie was bekommen haben bei Leftlane, die immer was kaufen wollten, aber der Artikel, den sie haben wollten, halt eben schon ausverkauft war. Für euch bringen wir demnächst ein Hoodie raus, den man vorbestellen kann. Also den wird jeder von euch bekommen. Das habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil es einfach immer ganz viele Leute gibt, die Sachen kaufen wollten, aber es halt einfach nicht geschafft haben. Und deswegen kommt bald ein, haltet euch fest, ich leg's, Drivers Club Official Member Hoodie raus. Also es wird der offizielle Left Lane Drivers Club Hoodie. Wird sehr, sehr nice. Ich wollte es nur mal kurz anteasern, damit ihr Bescheid wisst. Nächster Left Lane Drop steht in den Startlöchern. Wann und wie und was erfahrt ihr sowieso noch, wenn ihr mir auf Insta folgt. Und ich werde es ja auch bestimmt bei YouTube nochmal sagen. Okay, genug rumgequatscht. Freunde, ich switche jetzt zu einem hoffentlich sehr sympathischen und amüsanten Gespräch mit Tayo. Ich mag dich nicht. Was? Ich mag dich nicht. Ich warte hier schon seit 20 Minuten. Lass dich umarmen. Wie lange ist es her gewesen, mein Freund? Hätte schon ein bisschen länger sein können. Das war gerade verstörend. Ja, ist auch immer wieder schön, dich zu treffen, Tayo. Kennen die Leute dein neues Bike eigentlich? Ich hab ein Video rausgebracht. Du hast ein Video rausgebracht? Ja. Echt? Grüße dich, mein alter Pfirsich-Nektar-Schlürfer. Tayo! Ah, du netter Mann. Dicker. War das laut? Tayo! Freut mich sehr, dich mal wieder zu sehen, mein alter Kompagnon. Ja, komm, bitte fahr einfach. Komm, lass uns fahren. Die Leute dachten schon, also ich habe ganz oft die Nachricht gelesen, die Leute dachten schon, wir haben irgendwie Stress oder so, weil gar keine Videos mehr von uns kamen. Aber jetzt erklär den Leuten, warum keine Videos kamen. Sag's ihnen. Ich? Ja. Ja, Digga, bei mir ist Normalität. Warum bei dir? Ja, nee, das Problem lag ja an dir. Nee. Doch, weil du warst ja auf auf einer Austauschreise im Ausland. Hattest du nicht 500 Mal Urlaub? Warst unterwegs und so? Nee. Das war kein Urlaub, das war das waren Geschäftsreisen. Gib mir ein Yo, wir gehen jetzt Wheelies machen. Yeah! Komm schon, Tayo, mach. Yay!
Alter, mach die Scheiße nie wieder in deinem ganzen Leben. Was geht bei dir eigentlich? Was gibt's Neues? Perfekt, interessiert eigentlich keinen Mensch. Passt schon. Junge, warum treffe ich mich eigentlich noch mit dir? Dann wundern sich die Leute, warum keine Videos mehr von uns kommen. Weißt du, ich meine? Oh, da kommt ein Krankenwagen. Tayo, Vorsicht, Vorsicht, rechts ran. Tayo, bleib auf meiner Rechten. Ich sag dir, wenn er vorbei ist, ja? Vorsicht! Er ist vorbei. Kennst du Witz oder so? Du. Also, nee, komm, scheiß drauf. Wir machen den Cut. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Was? Beim Wheelie-Spot bei der abgesperrten Teststrecke. Und dann werden saftige Wheelies rausgezimpert. Gib mir nochmal ein Yo! Bis gleich. Cause my heart can't take it anymore. Tayo, was wird denn das jetzt hier? Nur Soundcheck. Soundcheck? Ja. Mach hier bitte keine... Wir sind an der besagten, abgesperrten Wheelie-Privatstrecke angekommen. Oh nein, das ist Fahrschule, Digga. Gott verdammt. Hört sie, wenn wir hier ein bisschen hin und her fahren? Super, viel Erfolg. Der 10er, wenn du diese Schrittgeschwindigkeit-Slalom hoch kannst. Schrittgeschwindigkeit, Mann. Es ist doch Schrittgeschwindigkeit. Es ist keine Schrittgeschwindigkeit. Doch. Schau mal hin. Geschafft. Okay. Komm. Wir machen jetzt Wheelies, wir machen den Training. Erstmal sollte ich meinen Helm zumachen, der war die ganze Zeit offen, Digga. Digga, ich habe das echt lang nicht mehr gemacht, Alter. Ich habe ein bisschen Angst, no joke. Zweiter Gang, wir testen erstmal. Wie war der erste Wheelie? War schon nice. War gut, oder? Aber den kannst du doch besser, oder nicht? Ja, ja, ja. Geht's weiter, 3, 2, 1. Ja! Okay, Junge, Junge. Ja! Bruder, er war niemals weg! Gottverdammte Scheiße! Nie im Leben war er weg! Der arme Fahrstuhl da hinten, Bruder, der macht gerade hier Slalomhütchen und so ein Zeug. Okay, also ich sag's dir ehrlich, ich habe gerade sehr gutes Gefühl gehabt. Das war jetzt noch nicht eine kranke Höhe. War der hoch? War der hoch? Da war so. Echt? Ja, Mann, ich habe das zu lange nicht mehr gemacht. Man denkt halt immer, der ist brutal hoch. Next try, ich versuche jetzt ein bisschen Hinterradbremse zu betätigen. Oh Gott, das war nix. Ja, Bruder, Mann, es ist schwierig, Alter. Ey, also wenn man das nicht konstant übt. Ach, Digga, es ist wirklich nicht leicht. Also Wheelie an sich, glaube ich, verlernt man nicht so wirklich. Aber dieses mit der Hinterradbremse arbeiten, also für alle Leute, die gerade gar nicht wissen, was abgeht. Wenn du ein Wheelie machst, okay, Moment, und quasi im Wheelie die Hinterradbremse betätigst, dann geht das Vorderrad nach unten. Das heißt, die guten Wheelie-Fahrer, also die wirklich gut Wheelies fahren, die spielen alle immer mit der Hinterradbremse und haben halt dann, sind am Kipppunkt. Wenn die zu weit hinterkommen, gehen sie auf die Hinterradbremse, die Maschine geht da... Ich weiß doch, was ich meine. Okay, das war irgendwie ein bisschen schief, Digga. 3, 2, 1. So. Ja doch, jetzt habe ich, also da war jetzt nicht hoch, aber ich habe ein bisschen mit der Hinterradbremse gespielt, ja, ein bisschen Tango getanzt gerade. Ja, da ist es! Da ist es! Da ist es! Ah! Mann, der war eher nicht schlecht, Digga. Also ich mache Fortschritte. Kurzer Drift. Bam. Gedriftet. Gott, der arme Fahrstuhl, ey, der Typ muss so leid. Stellt euch vor, ihr macht gerade hier eure ersten Fahrstunden mit dem Motorrad, Digga. Und da kommen zwei Spastis, die der wahrscheinlich dann noch kennt. Wahrscheinlich weiß er sogar noch, wer ich bin. Und da komm ich einfach und mach Wheelies wie so ein Idiotensohn. Der war noch besser. Der. Oh Gott, meine Motorkontrollleuchte hat gerade geleuchtet, Bruder. Das war nicht gut. Der hat gerade rot geleuchtet, Digga. Aber der war gerade sehr, sehr nice. Also ich habe auch ein bisschen gearbeitet mit Hinterradbremse, Digga. Der war sehr gut. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Versuch. Sonst mache ich meine Maschine doch kaputt, Digga. 3, 2, 1. Der war lecker, Bruder. Der war der Höchste auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, ich werde besser, Freunde. Das war's jetzt, okay. Es reicht. Digga, ich kann nicht aufhören. Ich bin irgendwie schon wieder süchtig nach Wheelies geworden. Es reicht. Das Video wird gelb, wenn du sowas machst, okay? Freunde, es war ein schöner Tag, ein angenehmer Trainingstag. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen besser geworden. Ja, ich beende dieses Video mit dem Satz, Tayo, wann kommt dein nächstes Video online?